Ey, Dennis, du siehst auch irgendwie aus, als wärst du in einen Topf voller Meth gefallen. Wir sind alle so ein bisschen grippig. Männergrippe. Woran liegt die dichte Nase? Männergrippe. Meth oder Männergrippe, meine Damen und Herren. Digga, die Dendemann und die freie Radikale! Komm schon, bitte, bitte sag mir doch, wie geht's mir, wie viele Tage habe ich noch, was? Aha, oh nein, ich hol mal lieber noch eine zweite Meinung rein. Ja, auch wenn man sie im Leben x-mal hat, für Männer ist jede Grippe wie ein Schicksalsschlag. Ein großes Drama, ein kleiner Tod, durch alle 7 Trauerphasen einer Not. Also stärkt man sich von wegen Abwehr, gegen Hilfe, Kritik und jeden Rat mehr. Aber weil die Grippe jeden klein kriegt, kommt mit dem ersten Auswurf die späte Einsicht. Kein Entkommen, vom OP bis zur Mensa, mega viral, Influencer ist a Dancer. Und so ist auch beim Pflegepersonal, die Familie in der Regel erste Wahl. Ja, egal wie naiv oder prophetisch es klingt, diese Männergrippe ist ein genetisches Ding, ja. Und in diesen musterhaften Falle heißt es erstmal nur Hustensaft für alle. We Grippy Main mit spruchreifer Wörtlichkeit. Versace, Dirty Sprite. Komm schon, bitte, bitte sag mir doch, Hand aufs Herz, Mann, wie lange hab ich noch? Warte mal, stopp. Klingt, als hätte ich nichts als Beschwerden, hä? Dass dies nicht stimmt, kann von mir jetzt erklärt werden. Es geht mir gut, es könnte weiß Gott schlimmer sein. Ich mein, sieht man was, hört man's an der Stimme? Nein. Trump ist stumpf und der wird's auch immer bleiben. Dafür muss man nicht einmal nicht Schwimmer sein. Ja, es geht mir gut, ich bin sowas von in Bestform. Das wird man doch noch sagen dürfen in einem kleinen Rap-Song. Und wer außer mir meinen Worten widerspricht, der hat einen Clown gefrühstückt, Torte ins Gesicht.